Willkommen zur Viertelstunde. Heute geht es hier in St. Aposteln am Mittag zur Marktzeit um die Kirchenlehrerin Teresa von Avila. Freundschaft war das zentrale Thema im Leben der heiligen Teresa von Avila. Der Glaube war für sie eigentlich nichts anderes als innige Freundschaft mit Gott. Und deshalb beten war für sie wie mit einem Freund sprechen. Man kann sich das eigentlich gar nicht plastisch genug vorstellen. Zum Beispiel war Teresa einmal mit einem Ochsenkarren unterwegs. Es regnete derart stark, dass sie im Schlamm hängen blieb. Und Teresa vermeldete daraufhin an Gott, Zitat, also, wenn du so mit deinen Freunden umgehst, dann wundert es mich nicht, dass du nur so wenige hast. Direkt und gerade heraus. Und dazu immer ein bisschen Humor und Gelassenheit. Das zeichnete den Charakter von Teresa aus. Und beides brauchte sie auch. Denn ihr Leben verlief keinesfalls nur harmonisch. Sie wurde am 28. März 1515 in Avila geboren. Sie war Tochter eines Vaters, dessen Vater 1485 vom Judentum zum Christentum konvertiert war. Das war schon was Besonderes. Und sie wurde dann als Mädchen groß in einem Internat bei den Augustinerinnen in Avila und dort entbrannte in ihr der Wunsch, in ein Kloster einzutreten. Der Vater war aber strikt dagegen. Und wie das so ist mit pubertierenden Teenagern, sie floh von zu Hause, setzte sich durch und trat dann 1535 tatsächlich 20-jährig in das Kloster der Menschwerdung der Karmelitinnen ein. Und als sie durch die Klosterpforte trat, erfasste sie tiefer Friede. Ich zitiere sie nochmal. Seit dieser Stunde empfand ich große Freude über meinen Stand, der mich bis heute niemals verlassen hat. Gott verwandelte die Trockenheit meiner Seele in große Zärtlichkeit. Was für schöne Formulierungen. Das nahm aber nicht weg, dass sie auch in den folgenden Jahren großen Prüfungen ausgesetzt war. Schwere Krankheiten quälten sie so sehr, dass sie, um sich zu erholen, das Kloster verlassen musste. Und sie fand eigentlich nirgendwo Halt. Vor allen Dingen auch bei ihren Mitschwestern, von denen sie sich das so erhofft hatte, gab es keinen Halt. Man darf nicht vergessen, ich bin da einmal gewesen in diesem Kloster der Menschwerdung, in Avila, das ist ganz spannend zu besichtigen. Die Schwestern führten damals ein wohlversorgtes Leben mit vielen Annehmlichkeiten. Es ging fast so zu wie bei Hofe. Es gab Partys, es gab Empfänge, man konnte Verwandte einladen, Freunde einladen. Jeden Abend war eigentlich irgendwie ein gesellschaftliches Ereignis bis hin zu Tanz. Das war natürlich ziemlich weit weg von den ursprünglichen Idealen des Ordens, für die sich auch Teresa ursprünglich entschieden hatte. Und klar, dass es für sie da immer wieder innere Anfechtungen gab und auch Auseinandersetzungen mit ihren Mitschwestern. Sie kommentierte das einmal lapidar so, ich zitiere sie, ich hatte viele Freunde, die mir zum Fallen halfen. Beim Aufstehen war ich ganz allein, so dass ich staune, dass ich nicht für immer liegen blieb. Und so reifte in ihr die Erkenntnis, dass dieses bisher gewohnte Klosterleben sinnlos ist. Sie hatte die Idee, sich auf die Ursprünge des Ordens zurückzubesinnen. Nur so würde der Orden wirklich auch in eine Zukunft finden können. Und sie besprach das immer wieder mit Freunden und Freundinnen, auf welche Art und Weise eine Reform dieses Ordens möglich sein könnte. Und schließlich kam es dazu, dass sie die Idee hatte,
selbst ein neues Kloster zu gründen und dort dann die ursprüngliche Regel aus dem 13. Jahrhundert zu leben, um zu schauen, erstens, ob das gelingen könnte und zweitens, ob da jemand mitmachen wollte. Man kann sich vorstellen, dass das zu erheblichen Widerständen im Orden führte. Aber dennoch erlaubte Papst Pius IV. Durch Vermittlung eines befreundeten Dominikaners dann am Ende im Jahr 1562 die Gründung eines Klosters. Und so zog sie dann zusammen mit 4 Postulantinnen in das neue von ihr geführte Kloster San José, also Heiliger Josef, ein. Da ging es aber dann erst richtig los mit einem Sturm der Empörung. Ich zitiere sie nochmal in ihren eigenen Anschauungen der Situation von damals. Ich war im ganzen Kloster verhasst, weil ich ein anderes mit größerer Abgeschiedenheit gründen wollte. Die Nonnen sagten, ich würde ihnen Schande bereiten, denn ich könnte auch hier Gott dienen wie andere, die besser seien als ich. Einige sagten, man sollte mich ins Gefängnis werfen. Andere, doch nur wenige, hielten zu mir. Teresa erfuhr in dieser Zeit im Prinzip genau das, was allen passiert, die zum ursprünglichen Auftrag zurückkehren möchten. Für diejenigen, die sich in der Bequemlichkeit und Selbstzufriedenheit des Gewohnten eingenistet hatten, war das natürlich ein bedrohlicher Affront. Das war eine Anfrage an die Privilegien und die Vorteile, die wie selbstverständlich da waren. Und dann ist man schnell dabei, so jemanden wie Teresa als Außenseiterin zu diskriminieren. Nach dem Motto, die hält sich für was Besseres. In Wirklichkeit ist sie eine Heuchlerin, eine Heretikerin und so weiter und so weiter. Aber die Zeit gab Teresa recht. Sie konnte die Gegner im Orden und vor allen Dingen die Stadt Avila überzeugen. Sie konnte also ihre Neugründung nach und nach fortführen, wurde darin zur Priorin ernannt und die Satzungen der erneuerten Klostergründung wurden bestätigt. Und jetzt begann für sie ein intensives Leben der Organisation mit vielen Reisen und vielen weiteren Neugründungen, der jetzt Karmelitinnen, die einen neuen Namen bekamen, nämlich unbeschuhte Karmelitinnen. Das war sozusagen die Reformbewegung innerhalb der Karmelitinnen. Entscheidend für diese Neugründung sind 3 Dinge. Erstens Armut. Denn nur in der Armut kann man Christus, der arm lebte, erkennen. Zweitens, Schweigen und Stille. Denn nur in der Stille ist Gott spürbar und erfahrbar. Und nicht in der Hektik und dem Lärm der Welt. Und schließlich, geschwisterliche Liebe, die sie so sehr vermisst hatte. Denn nur so kann das Zeugnis für die Liebe Gottes auch in die Welt hineingetragen werden. Also, Armut, Schweigen, geschwisterliche Liebe. Und dann war klar für sie, das Leben im Kloster braucht 2 Teile, nämlich Kontemplation und Aktion. Beides bedingt einander. Überall in der Welt können Gottes Spuren entdeckt werden. Wir brauchen nur die Aufmerksamkeit, sie wahrzunehmen und die Besinnung, darüber nachzudenken. Und so sammelte sie in der Welt genauso viele Erfahrungen wie im Gebet. Immer wieder und überall entdeckte sie diese Gegenwart Gottes, die wie die Sonne ihr ganzes Leben durchstrahlte. Sie berichtet davon in ihrer Autobiografie, im Weg der Vollkommenheit oder aber auch in der Seelenburg, übrigens Höhepunkte der Weltliteratur. All ihre Erfahrungen, ihre Erleuchtungen hat sie da niedergeschrieben. Sie war sehr willig und fleißig im Schreiben. Unermüdlich hat sie auch Briefe geschrieben mit Rat und Weisung. Allein 450 Briefe sind von ihr erhalten.
Auf der Rückreise von ihrer letzten Klostergründung stirbt dann Teresa am 4. Oktober 1582 in Alba de Tormes. 1622, also 40 Jahre später, wird sie heilig gesprochen und 1970 wird sie dann Kirchenlehrerin. Und am Ende noch ein kleines Zitat von dieser großen Lehrerin der Freundschaft zu Gott. O unendliche Güte meines Gottes, wie gut ist es, in deiner Nähe zu sein. Welch guter Freund bist du ihm, mein Herr. Ich weiß nicht, mein Schöpfer, warum die ganze Welt sich nicht bemüht, deine besondere Freundschaft zu erfahren.